So, und nach dem Dilemma mit den sowieso durchgestanzten Dichtungen und der Tatsache, dass der Bolzen vorne sehr, sehr, sehr kurz ist, und der anderen Tatsache, dass das ganze System darauf beruht, dass diese Scheibe hier quasi die Vorspannung auf die Gummipuffer fix macht. Also man kann es nicht zu weit vorspannen, weil die Scheibe hier aufliegt. Und wenn man die jetzt so rum hier reinwirft, dann ist wieder der Gewindestiftbolzen unten zu kurz, weil da kommt ja zusätzliche Materialstärke von der Unterlegscheibe dazu. Deswegen habe ich mich jetzt dafür entschieden, das Teil so rum da reinzuwerfen. Dann machen wir noch ein bisschen Korrosionsschutz drauf. Dann kommt der Gummipuffer, der jetzt schon fast bündig drin sitzt. Und die lassen wir weg. Und jetzt kann man das Ganze auch relativ bequem unterm Auto liegend, oben mit der Hand, unten mit dem Fuß, in einem Rutsch dran drücken, Unterlegscheiben drauf, Muttern drauf, festziehen, fertig.